Herzlich willkommen wieder zu. Nee, das wird anders gemacht. Nochmal. Herzlich willkommen. Nochmal. Herzlich willkommen wieder bei Grubi TV, unserem Heimkinokanal. Teil 2 unseres dreiteiligen Super-Specials mit unserem lieben Freund Roland Krüger von Masimo. Consumer. Ja, das sagst du dann immer, Consumer dazu. Genau. Ich kann mir den Namen ja nur zur Hälfte merken. Das macht nichts. Es gibt ja auch noch Health. Health. Das sind die Leute mit dem Gesundheitswesen. Ja, genau. Da darfst du dich demnächst auch noch drum kümmern. Wobei, da gibt es coole Kopfhörer. Da gibt es Consumer Health. Das Consumer ist Health. Darum. Aber nicht um Health. Health ist wirklich eher so die Branche für die Krankenhäuser und so weiter. Das ist aber alles, was zu Masimo gehört. Ne? Das Masimo, ist alles, ne? was zu Masimo gehört. Aber komm, dann mach mal den Schwenk mal eben zu Ende. Ihr habt da richtig coole Kopfhörer rausgebracht. Da durfte ich welche von euch mal testen. Durfte ich sogar behalten. Und ich muss sagen, die sind cool. Das sind so kleine Dingerchen, die kommen da rein. Und da ist dann so ein Sensor drin, der misst mal meinen Gehörgang, um da bestimmte Sachen mitzumachen, ja, damit das dann angepasst wird. Der Sensor ist ein Mikrofon. Ja, das ist genau. Richtig. Aber es ist ein sehr, sehr empfindliches Mikrofon. Ja. Und das misst tatsächlich sogenannte otoakustische Emissionen. Wusste ich gar nicht, dass ich die hier drin habe, aber es misst es. Nein, also die Aktivität des Hörnervs letztlich. Ja, aber das ist eben sehr unterschiedlich, weil wenn ich das bei mir messe und meine Frau misst es bei sich und wir tauschen das mal so vom, dann denke ich mir, holla die Waldfee. Mhm. Kein Wunder, dass die mich nicht häufig versteht. Nein, aber... Ja, gut, das kann auch was anderes sein. Gott, das ist ja ganz spontan jetzt hier. Aber ich blende das mal ein. Das ist wirklich ein cooler Kopfhörer, der diese Technologie drin hat. Sind sogar und zwei. Was, zwei? Zwei Kopfhörer. Ja, ja, klar, rechts und links. Oder was? Nee, die heißen Perl und Perl Plus. Perl Pro. Ja, stimmt. Aber der eine hat aber Noise Cancelling drin. Nee, die haben beide tatsächlich Noise Cancelling. Der eine ist allerdings, der hat Adaptive Noise Cancelling, der hat aptX Lossless, der hat aptX Voice und so weiter und so fort. Okay, und den habe ich und der ist cool. Also hat mir gut gefallen, mit so einem kleinen Batteriefach und was nicht allem da. Schickes Ding. Ja, genau. Ja. Kannst du sogar wireless laden. Ja. Jetzt müssen wir mal anfangen mit denen hier. Ja, übrigens, das ist nicht von denen, wir sind jetzt bei Bowers & Wilkins. Genau, da machen wir jetzt mal den Sprung, ist aber alles im... Masimo. Masimo. Korrekt. Ehemals Sound United. Ja. Genau. Aber nicht immer, also erst seit kurzem. Seit wann habt ihr Bowers & Wilkins? Seit wann wir das haben? Ja. 2000. Da sind die zu euch gekommen, ne? Ihr habt sie damals gecatcht. Sound United. Damals Sound United. So, und jetzt haben wir hier einen Lautsprecher, der bei Bowers & Wilkins schon eine sehr erfolgreiche Baureihe repräsentiert. Die 600er Serie, genau. Und ja, heute ist das die Einstiegsserie. Ja, aber das heißt ja volumenmäßig nicht zu unterschätzender Lautsprecher. Sicherlich, das ist der volumenmäßig größte Lautsprecher, logischerweise. Ja. Also, und den gibt es jetzt auch schon in der fünfte Generation sozusagen. Und seit 30 Jahren. Also nicht den, sondern... Die Serie, dann immer wieder aktualisiert und überarbeitet wird. Korrekt. Und da haben wir uns was ausgedacht. Ausgedacht ist gut, da hast du mal mit den Ingenieuren gesprochen. Du warst ja auch da schon auf Schulungen und Trainings wahrscheinlich. Hast uns dann heute Nacht diese wunderschöne PowerPoint-Präsentation übersetzt. Ja, leider war ich noch nie in Worthing. Also, du warst da noch nicht? Nein, ich war noch nicht. Ja. Da war ich schon. Da war ich aber 40 Jahre jünger. Ja? Da war ich mit der Schule, beziehungsweise war so einem Englisch-Dings da unten an der Küste. Von Worthing, ja, da war ich. Nee, von Brighton ist das. Ja, genau. Jetzt haben wir aber genug gequatscht hier. Komm, fang an hier. BMW, genau. BMW sei schon B&W. Wobei bei BMW war ja auch Bowers & Wilkins drin. Das stimmt. Im i7. Wo wir den hier vor der Tür stehen hatten. War richtig, ziemlich cool. Richtig, richtig, habe ich gesehen. Da sind sie in alle, wie viel kann man sagen, da hat er 4 Jahre gebraucht, da haben sie 2 Jahre, da haben sie 6 Jahre gebraucht. Also sehr unterschiedlich, so was die Abstände angeht, wann mal wieder was Neues rauskommt. Richtig. Überarbeitet, ne? Genau, überarbeitet und sehen alle auch immer relativ unterschiedlich aus. Nicht? Mhm. Also wenn man so sich mal die ganzen Generationen anguckt. Mhm. Okay, verstanden. So, und jetzt haben wir diesen Lautsprecher, also der wann kommen wird, auf den Markt kommen wird. Der ist jetzt, ab jetzt verfügbar. Jetzt haben August heißt Ende August. Wir kriegen die ersten, glaube ich, morgen rein, ne? Bei uns. Richtig, das sollte so sein. Morgen ist der 25. Mhm. Dreh. Also sind dann auch bei uns natürlich vorführbereit, wie immer. Da haben wir das alles da und können auch vergleichen mit den Dänen, den Franzosen oder wen wir noch alles im Programm haben. Nicht wahr? Na gut. So machen wir das. Das könnt ihr machen, genau. Mhm. Wir haben natürlich wieder ein Bowers & Wilkins Design. Wir haben 3 Farben diesmal. 3 Farbvarianten. Okay, das ist jetzt hier die weiße mit der Eiche? Eiche, das ist Eiche, wir nennen das Eiche sozusagen oder Oak, wenn man so will. Weiß muss man sich genauso vorstellen, außer dass das Weiß jetzt dann noch an der Seite ebenfalls ist. Ist mattweiß. Ist mattweiß, genau. Okay. Was auch gut, glaube ich, ist also... Ja, das andere kannst du ja nur angucken.
Nicht anfassen. Das stimmt. Und es gibt schwarz. Matt-weiß? Matt-schwarz? Matt-schwarz im Prinzip, ja. Mhm. Genau. Okay. Das, was ich hier habe, ist übrigens eine alte. Ja, das weiß ich. Das ist meine. Achso, ja, okay. Ja. Die habe ich schon bezahlt. Ja, das ist die S2. Die ist von dir, die hast du mitgebracht. Das ist die S3. Ja, genau. Damit man mal sehen kann, dass die sich optisch, da muss man schon teilweise ein bisschen genauer hinschauen, was da sich so im Detail getan hat. Ah, genau. Da das wirst du uns aber gleich erzählen. Da kommen wir ja noch hinzu. Genau, genau, okay. das sind die Varianten. Ja, das sind die drei. Na wunderbar, blenden wir doch ein. Da sieht man sie nochmal. Ja, genau, okay, haben wir. Herrlich. Jetzt haben wir hier mal einen der kleinen Lautsprecher, der steht auf so einem herrlichen Standfuß. Der ist übrigens auch neu, der Standfuß. Das ist nicht der ganz kleine, das ist der mittlere Lautsprecher sozusagen. Aber das ist ein, man kann sagen, Kompaktlautsprecher. Regallautsprecher. Ja, gut, Regallautsprecher. Bei dem, der ist schon eher kompakt. Der ganz kleine, da kann man vielleicht Regal sagen. Also das Ding hier. Ist das, was du da hast? Genau, wir haben den hier auch. Zeigen wir dann mal, blenden wir mal ein. Okay. Genau, blenden wir dann mal ein. Das hier ist der 607 auf dem Standfuß, und zwar den silbernen Standfuß. Es gibt den in schwarz und den silbernen Standfuß. Sehr schick. Genau. Und das ist ein schöner Zwei-Wege-Lautsprecher mit einer Bassreflexöffnung. Mhm. Genau, der passt halt überall hin. Und der hat halt einen tiefen Mitteltöner dann entsprechend aus diesem wunderschönen Continuum-Material. Du hast da dieses, du hast da sogar das Material-Sample an deiner Seite. Genau, das ist die Continuum-Membran. Die gibt es bei Bowers & Wilkins im Prinzip als Mitteltöner und als Tiefmitteltöner. Bei den kleinen ist es quasi der Tiefmitteltöner. Das heißt, da werden dann die beiden Frequenzbereiche drüber abgegeben. Da hat man aber im Vergleich zum Vorgänger jetzt nichts großartig geändert. Nein, das stimmt. Auch das ist soweit geblieben. Auch diese Serie hat ja im Prinzip hier... Ja, ist ja auch optisch irgendwie, sieht das alles gleich aus in dem Bereich. Zumindest aber äußerlich. Das äußerlich. Ist klar, was sich innerlich bei den Antrieben getan hat, dazu kommen wir. Ah, die Spannung steigt. Genau. Mhm, verstanden. Die Spannung steigt. Genau, das ist ein kleiner Lautsprecher im Prinzip. Der hat jetzt natürlich einen etwas Neues, und zwar einen 25 mm Titan-Hochtöner. Das heißt, das Material hat sich geändert. Weil das war? Alu. Mhm, okay. Genau. Alu zu Titan. Ja, kommen wir aber gleich und noch. Und ist größer? Der ist auch größer, genau. Der ist tatsächlich auch größer, aber nicht der Hochtöner an sich ist größer, sondern das Gehäuse im Prinzip, das Gitter. Das ist größer. Und das Gitter ist auch ein anderes, aber das kommen wir gleich nochmal. Das ist jetzt der größere von den beiden das ist der größere, kleinen Lautsprechern. Der größere, der Regal- oder Kompaktlautsprecher, wenn das so hübsch sagen. Gibt's da, ist dann der Halter, den du da siehst, also hier der Fuß, ist ja identisch? Der kann dann für beide Lautsprecher der Fuß ist identisch, werden. Das stimmt. Der Fuß ist komplett identisch. Kosten Huni mehr. Ja, aber den Fuß, den kann man auch, was der Fuß, der kostet? Nee, der kostet nur nicht mehr der Lautsprecher. 400 zu 500 Euro, das Stück. Richtig, genau. Dafür ist halt die, und der Unterschied ist halt, dass die Continuum-Membran größer ist. Mhm. Du dementsprechend natürlich nach unten hin im Bassbereich ein wenig mehr hast, Frequenz. Bisschen mehr Wumms. Richtig, genau. Das sind die Standfüße, haben wir ja schon gesagt im Prinzip. Genau, und oben gibt es halt die Befestigungsschrauben. Das heißt, man kann die richtig schön festschrauben, sowohl die kleinen als auch die großen. Da sind dann die Löcher dazu, die Bohrung dafür vorgesehen. Schrauben gibt es auch mit dabei. Also alles mit drin, kosten 150 Euro ein Stück. Kann man die auch füllen mit irgendwas? Na klar. Da kannst du einen berühmten Vogelsand da reintun oder so, ne? Ja, desto schwerer werden. Die sind schon aber schon. Also die sind dichter und da kommt er nicht wieder unten raus, meine ich. Nein. Also du kannst wirklich füllen, was auch empfohlen wird von so manch einem. Kann man durchaus tun, ja. Kann man machen, wenn man die nicht mehr transportieren will danach. Richtig. Mhm. Also ich mache es dementsprechend kaum, weil ich es ja immer noch weiter transportiere. Ja, genau. Aber natürlich, ja. Und dann haben wir natürlich den ganz großen Standlautsprecher. Vor dem wir gerade die ganze Zeit stehen. Richtig. Mhm. Genau, das ist die 603 S3 und das hier, wie gesagt, die 602 S3, die hier bei mir steht. Die sehen, also von der Größe her, für alle die überlegen, wie will ich es vielleicht so machen, dass meine Frau es nicht merkt. Also die würde wahrscheinlich gar nichts merken, weil die sind genauso von den Dimensionen eigentlich, gell? Richtig. Wenn die mal getauscht werden würden. Das stimmt. Außer man hat natürlich die Farbe komplett geändert. Aber jetzt kommen wir mit den kleinen Details. Und ja, der Fuß ist tatsächlich ein wenig größer. Ja gut, weil der nach hinten ein bisschen rüber geht. Der geht bei nach hinten nicht. Ein bisschen, richtig. Genau, da haben wir nämlich diesen nach hinten, den Bereich. Genau, wir drehen das mal hier. Das ist ein bisschen weniger. Und klar, den Fuß sollte man auch nehmen zum festen Hinstellen. Den sollte man nicht weglassen. Nee, den sollte man auf keinen Fall weglassen. Ja, genau. Auch dann nicht, wenn die Bassreflexöffnung nach hinten zeigt. Mhm. Klar, die sorgt nicht nur für nochmalige Standfestigkeit des Lautsprechers, sondern ist natürlich auch dafür gedacht, dass das entsprechend ein wenig resonanzärmer ist. Weil unten kommen natürlich entweder Spikes oder auch dann entsprechend solche, wir haben jetzt hier diese Gummifüßchen. Dann sag doch mal, für was ist. Für alle, die unseren Kanal zum allerersten Mal sehen und gar nicht wussten, dass es solche tollen Lautsprecher gibt.
Spikes sind diese spitzen Füßchen. Wann sollte ich die verwenden? Ja, wenn man die zum Beispiel auf schönen Teppich stellt. Das heißt, wenn der Untergrund nicht unbedingt hart ist. Aber es gibt ja auch so Unterlegscheibchen. Die wiederum unter die Spikes, also unter die Spitze. Die wiederum unter die Spitze der Spikes kommen. Mhm. Und dann kann ich das halt auf solche harten Fußböen, wie sie hier zum Beispiel haben, stellen. Mhm. Ohne, dass ich da dann entsprechend einen Kratzer... Loch reinpiekse oder Kratzer mache. Einen Kratzer mache, ja. Mhm. Man sollte bloß beim Verrücken der Lautsprecher drauf aufpassen, dass man da was drunter hat und das dann entsprechend immer mit verschiebt. Weil es echt ganz schön spitz und scharf ist und hart ist. In der Tat. Gut, verstanden. Genau. Der große Lautsprecher, beziehungsweise der Standlautsprecher, der hat natürlich auch eine Eigenart. Der hat nicht nur einen Tiefmitteltöner, sondern er hat tatsächlich, da ist die Continuum-Membran, ist nur der Mitteltöner, weil da gibt es nämlich zwei Tieftöner noch darunter. Hier. Zwei Tieftöner. Genau, die kümmern sich dann, hier. Ist dementsprechend eine Drei-Wege-Konstruktion, logischerweise. Erster Weg, zweiter, dritter. Genau, richtig. Und genau, die sind 165 mm quasi. Das würde bedeuten, deiner Meinung nach, dass man sicherlich für den einen oder anderen erstmal keinen Bass benötigt, weil das, was hier an Tieftonwiedergabe möglich ist, ist ja bezweckt, deshalb hat man die Dinger ja da eingebaut, könnte schon für manchen vollkommen ausreichend sein. Das ist richtig, für manchen vollkommen ausreichend. Für manchen. Ja, für manchen. Und also, im Heimkinobereich braucht man natürlich einen Subwoofer. Ja, wäre schon empfehlenswert, ne? Ja. Ja, aber für den Stereo-Fan beispielsweise ist es nicht unbedingt notwendig, dass der einen Subwoofer dann unbedingt bräuchte, je nachdem. Nö, nicht zwingend. Kann sein. Muss nicht. Genau. Gibt es aber auch natürlich, was ist der gleiche wie früher im Prinzip, der... Von Bowers & Wilkins. Genau. Ja, das heißt, die haben, genau. Das machen wir dann im nächsten, im vierten Film. Genau. Können wir gerne machen. Genau. Da hier kostet das Paar 2300 Euro. Ja. Genau. Jo. Und gibt es natürlich auch in den gleichen Größen. Und dann haben wir noch passend dazu, nehme ich jetzt einfach mal einen. Mach mal so. Komm, ganz spontan. Darf ich den auf deinen bezahlten Lautsprecher stellen? Einen Center-Lautsprecher, ja, sozusagen. Ja. Also den HTM 6 entsprechend, HTM 6S3 Center. Mhm. Und den gibt es auch in allen drei Farben. Genau, der hat ebenfalls hier zwei Tiefmitteltöner und die werden dann im Prinzip genauso von dem etwas größeren Titan-Hochtöner dann entsprechend in der Mitte begleitet. Sag mal, gibt es eigentlich sowas wie eine Abdeckung? Klar, gibt es bei allen. Ist sie dabei? Die ist dabei und ist magnetisch. Ich wollte sagen, ich fehlen mir ja die ganzen Löcherchen hier, ne? Die sind dabei. Das heißt, es ist auch immer eine Abdeckung, also die Farbe ist vordefiniert mit der jeweiligen Grundfarbe von dem hier. Mhm. Wenn man aber eine andere Farbe, warum auch immer, haben möchte von den zwei Farben, oder gibt es nur eine einzige Farbe bei den Gittern? Nee. Guck mich jetzt so ganz kritisch an. Nee. Wir kriegen tolle Anfragen manchmal. Also es ist eine Farbe von Gitter für alle drei Varianten oder hat jeder Variante eine eigene Farbe? Es gibt nur zwei Varianten. Ah, zwei. Die Weil sind? Wir haben ja hier im Prinzip auch das gleiche Weiß wie bei den Der Weißen. Der komplett weiß ist. Mhm. Genau, wie bei den Weißen. Das ist ein helleres, gräuliches Gitter. Ist das zufälligerweise so ein Gitter hier von denen? Nee, das ist ein graues hier, oder? Ist es von dem anderen Gerät, von anderen? Das ist vom anderen. Okay, alles klar. Das ist gut, aber ist auch mit Magneten. Das ist ja schon mal schön, dass man keine Löcher sieht. Genau, das ist von der 700er. Ich habe bestimmt ein Foto, was ich einblenden kann, dann kann man das mal sehen. Ach, wir haben bestimmt auch noch ein Gitter. Ja, wer weiß wo. Was wir dann jetzt einblenden. Genau, so machen wir das. Alles klar, so, da haben wir den Center also. Und dann gibt es auch nur einen Center dazu, was die Größe angeht. Genau, es gibt nur einen Center. Gut, 750 Euro VK ist der Preis für diesen Center. Und den gibt es auch natürlich in den drei Ausführungen, was die Farbe und die Kombination angeht. Korrekt. Jetzt kommst du mal zur verbesserten Technologie. Was ist denn alles neu? Richtig, was ist neu? Und deswegen haben wir hier im Prinzip auch beide und wir fangen mal ganz einfach von oben an. Das heißt, wir haben ja hier unseren Hochtöner, hatte ich ja schon gesagt, im Prinzip der neue, das ist 25 mm Titan-Hochtöner. Ja. Ja. Das heißt, das Material ist etwas anders als hier quasi bei diesem Aluminium-Variante. Ja. Mhm. Und allein das führt natürlich zu einem etwas, ich sag mal, sogar samtigeren, etwas weiteren Klang. Aber weil Weiträumigkeit hier tatsächlich eins der Sachen war, die es quasi zu, nicht unbedingt zu beheben galt, aber die es zu verbessern galt, haben wir hier nochmal das Gitter deutlich, deutlich größer gemacht, als das hier bei dem alten der Fall war. Genau. Und dadurch wird halt auch weiter abgestrahlt. Das ist aber anscheinend ein allgemeiner Trend, ne? Dieses räumlichere, breitere Abstrahlen, nicht wahr? Korrekt, ja. Ja, schön. Ja, dadurch hat man aber auch immer noch trotzdem eine genaue Tiefenstaffelung. Ja.
Und räumlicher ist ja nicht schlecht. Wir wissen es ja aus dem Heimkinobereich. So ist es. Und genau, was man auch noch dann entsprechend vielleicht nicht sieht, ist, dass der Tieftöner, der hat ja immer bei Bowers & Wilkins so ein Röhrchen hinten dran. Ja. Bei den größeren Modellen, wo der Hochtöner oben drauf ist, da sieht man das ja, dass das so eine Röhre ist. Aber auch bei denen sieht man die Röhre ja nicht, aber sie ist wirklich da. Es ist eine Röhre nach innen drin. Genau, man sieht das hier auf diesem Bild sehr, sehr schön. Mhm. Genau, ist eine Röhre nach hinten drin. Und die ist tatsächlich auch länger geworden im Vergleich zum Vorgänger. Mhm. Und länger bedeutet halt, man hat eine andere Resonanzfrequenz hier oben. Und das heißt, die Röhre ist ja dazu da, dass der Schall im Prinzip nach vorne und nach hinten wird er ja gleich, also erstmal abgegeben. Aber wir wollen ihn ja nicht nach hinten haben, wir wollen ihn ja nur nach vorne haben. Und das Problem ist halt, dass der sich, wenn man so eine Röhre hat, dann verjüngt sich der Schall da drin. Und irgendwann ist er halt am Ende. Und je länger das wird, desto besser ist es natürlich für so einen Hochtöner erstmal. Kennt das Prinzip ja von dieser Nautilus-Schnecke. Ja, klar. Wo dann unterschiedlichste Röhren oder von dem Lautsprecher, der ja auch so ein Riesending hat. Kommt ja im dritten Film vor. Ja, genau. Korrekt. Ah, unser Kameramann, der Julian, ist aber hier auch ganz schön auf Zack hier. Da steht das gute Stück. Das ist dann Teil 3 in unserem wunderschönen Video. Genau. So, okay. Und dann haben wir festgestellt, die sind deutlich näher beieinander. Ja, ich muss erst mal ganz kurz was zum Gitter sagen. Ja, das Gitter selber? Das Gitter selbst, genau. Weil das Gitter selbst, das hat auch ein anderes Muster. Tatsächlich. Also ist nicht nur größer, sondern hat auch ein anderes Muster. Da sind so 3 Kreise nochmal zusätzlich drin, ne? Naja, das ist tatsächlich ist das Gitter aus unserer kürzlich vorgestellten 800 D4 Signature-Serie. Okay, das schön. Heißt aus dem Flaggschiff, wenn man super. So will. Und man hat herausgefunden, dass dadurch sich tatsächlich auch nochmal diese Abstrahlcharakteristik etwas verändern lässt. Und ja, ist so. Und wie findet man sowas raus, wirst du vielleicht jetzt fragen, indem man halt verschiedene Dinger baut und die dann immer ansteckt und dann misst und hört. Hört, also meistens nur hört. Ja gut, beim Messen siehst du nochmal, das bestätigt vielleicht, was du gehört hast. Das Schöne ist ja, die messen sich ja fast identisch. Das ist ja eigentlich kein Unterschied. Also schon vom Hören her mehr. Korrekt. Okay. Das also. Ist schon vom Hören her mehr. Gut, das sind also ganz klar mechanische Unterscheidungsmerkmale zu den Vorgängern mit der Zielsetzung, und das haben wir eingeblendet, auf verschiedenen Wegen den Klang noch mal weiter zu perfektionieren. Richtig, richtig. Den Klang weiter zu perfektionieren und dass der Hochtöner zum Beispiel auch weniger Einfluss hat auf alle anderen, auf den Mitteltöner und so weiter. Jetzt kommen wir zum Thema Mitteltöner. Da hast du schon natürlich festgestellt, dass der Abstand zwischen Hochtöner und Mitteltöner geringer geworden ist. Mhm. Beziehungsweise sogar der Hochtöner ja hier in diesen Mitteltöner reinschneidet, kann man genau. schon sagen. In den Kreis da, in den Rand drumherum. Ja, genau. Richtig. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn man das alles irgendwie ganz, ganz zusammen hätte. Da gibt es ja auch diesen Begriff dieses koaxialen Hochtöners. Wo der Hochtöner eigentlich da schon mehr oder weniger drin ist. Wo der Hochtöner schon mehr oder weniger drin ist. Und das hat halt den Vorteil, dass es natürlich dass der gesamte Frequenzbereich beim Hörer dann entsprechend nahezu zeitgleich eintritt. Ankommt. Dass das alles kohärenter ist. Und genau das soll es ja auch bewirken, dass halt dieser Schall, der vom Mitteltöner und zum Hochtöner ist, halt deutlich kohärenter ist. Wunderbar, mein Lieber. Da bin ich mal gespannt. Richtig. Ja. Jo. Und wie gesagt, das Gleiche gilt natürlich bei den kleineren. Das haben die durchgezogen. Das ist bei allen Modellen, hier sieht man das nicht, das ist natürlich was anderes, aber die haben das Gitter wiederum da drin, etc. Genau, und selbst beim Center hat man halt das Größere, man hat den Titan-Hochtöner und das ist auch alles dabei. Das hat sich natürlich in der Serie weiter durchgezogen, weil man will ja natürlich auch eine Homogenität innerhalb der Serie vom Sound her haben. Das stimmt. Ja. Dann haben wir klar den typischen Continuum-Mitteltöner im Prinzip. Hier sieht man das auch nochmal. Der hier? Genau, oder diese Membran, die haben wir jetzt auch schon mehrfach quasi gezeigt. Ja. Und hier ist das Magnetsystem oder das Antriebsmagnetsystem und so, das ist aus der 700er Serie entnommen, wo wir das dritte Video jetzt im Prinzip noch machen. Das heißt, das wurde ja da auch quasi immer runtergebrochen von den größeren Serien. Und da hat man halt kleinere Veränderungen vorgenommen, zum Beispiel am Durchmesser dieses netten Loches in der Mitte sozusagen. Und das hat natürlich auch Einflüsse auf den Sound dann entsprechend. Okay. Genau. Gehen wir nochmal weiter. Genau, wir haben Papiermembran. Das sind die beiden hier. Genau, wir haben Papiermembran dann entsprechend hier. Also und auch das Magnetsystem verbessert. Und auch das Magnetsystem ist entsprechend auch hier verbessert aus der
700er Serie entsprechend mit eingesetzt. Das heißt, man merkt schon, wir haben Technologietransfer halt immer von größeren Modellen. Genau. Dann sind die Anschlussklemmen neu angeordnet worden. Genau. Das blenden wir mal ein. Zeigen wir mal, wie das vorher aussieht. Genau, das blenden wir jetzt mal ein. Das heißt, vorher war das ja übereinander, jetzt ist das halt nebeneinander. Das ist auch etwas, was quasi aus den größeren Serien übernommen wurde und hat natürlich Vorteile beim Anschluss, muss man ganz klar sagen, weil das lässt sich deutlich einfacher verkabeln. Da empfehlen wir natürlich unsere Speaker-Snap-Stecker. Die werde ich mal kurz einblenden. Da brauchen wir nämlich nicht mehr irgendwelche Litzen da irgendwie reinstecken, sondern einfach unseren schönen Stecker hinten drauf stecken. Sehr schöne Geschichte. Gut, das ist auch gemacht worden. Und dann habt ihr nochmal in den Frequenzweichen ein bisschen was optimiert. Genau, da gibt es ein paar neue Bauteile. Es gibt sogenannte Bypass-Kondensatoren, auch die dann entsprechend... Auch in der größeren drin waren? Die auch, genau, auch wieder da natürlich in der größeren drin waren. Und insgesamt allerdings soll eine Frequenzweiche nicht unbedingt immer mehr Bauteile, ist ja nicht unbedingt immer besser, sondern immer die Anzahl, die man gerade braucht, sondern weniger ist besser. Weniger Teile im Signalweg sind natürlich besser. Das gilt genauso für die Elektronik, wenn man so will. Natürlich auch hier bei Lautsprechern dann entsprechend. Ja. Das war es schon mal. Das war es im Prinzip. Das heißt also überall etwas Feintuning. Der jetzt eine Anlage hat, die schon mal älter ist, da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal mehr, darüber mal nachzudenken, ob man sich vielleicht nicht diesen neuen Lautsprecher anhören möchte. Und für alle die, die generell mal neugierig geworden sind, wie hört sich denn so eine Bowers & Wilkins an? Von der Marke hat er schon so viel gehört. Der kann sich die gerne bei uns in einem Studio natürlich mal anhören. Weil wir haben das natürlich alles bei uns aufgebaut, sei es im Stereo oder sogar nachher im Mehrkanalbereich. Weil sowohl als auch werden diese Lautsprecher natürlich dann bei uns entsprechend eingesetzt. Mein Lieber, vielen, vielen Dank. Jetzt holen wir noch mal einen tiefen Schluck aus dem Medium-Leckerwasser da. Gehen noch mal kurz an die frische Luft und machen dann das dritte Video, würde ich sagen. Und das wird dann über die 700er-Serie sein. Da bin ich mal gespannt, was denn da alles reingeflossen ist, von welcher Serie denn da ein bisschen was an Technik reingekommen ist. Weil ich vermute mal, damit ähnlicher Transfer stattgefunden haben. Genau, der hat dann schon ein bisschen eher stattgefunden. Aber weil es ist ja immer so, dass pro Jahr dann entsprechend eine Serie neu kommt bei Bowers Aber ja, das gucken wir uns dann gleich an. Na, das ist doch super. Alles klar. So, dann hoffe ich mal, dass euch das gefallen hat, dass ihr durchgehalten habt, ne? Weil es ist immer schön, aus erster Hand mal solche Informationen zu bekommen. Das liest sich unter, andersrum hört sich immer besser an, als wenn man sich sowas manchmal da durchliest. Und dann habt ihr das gesehen und dann abonniert den Kanal, damit ihr das dritte Video, was in den nächsten Tagen kommen wird, nicht verpasst. Bis dann. Ciao. Wir von Grobi TV begeistern uns schon seit über 22 Jahren für das Kino und die große Welt der Unterhaltungselektronik. Bei uns arbeiten Kinofans, die dir die aktuelle HiFi und Videotechnik in Cast begeistert präsentieren werden. Und das für jeden Geldbeutel. Falls du auf der Suche nach perfekten Lautsprechern oder HiFi-Elektronik bist und du zudem noch auf Design und Funktion achtest, bist du bei Grobi TV richtig. Das Bild sollte größer sein? Du willst dir das Kino nach Hause holen? Wir zeigen dir eine Auswahl von Heimkinoprojektoren und natürlich erfüllen wir dir auch den Traum von deinem eigenen Heimkino. Kino ist nicht für dein Handy, dein Tablet oder deinen Fernseher gemacht. Besuche uns in Cast oder auf unserem YouTube-Kanal und tauche ein in die Welt der Unterhaltungselektronik. Ja, wir haben die Zeit und die Kompetenz, die ihr woanders vermisst. Wir freuen uns auf euren Besuch.